Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind endlich in Vault 88 zurück und hier gibt's richtig viel zu tun. Ich möchte mich in dieser Folge auf jeden Fall um den weiteren Ausbau kümmern und ich möchte mich um einen Siedler, den wir hier haben, im Besonderen kümmern, und zwar um Sheffield. Ihn möchte ich gerne zu einem richtigen Vault 88 Bewohner machen, ihm eine, sagen wir, Unterkunft bauen, ein Quartier. Aber fangen wir erstmal damit an, dass wir uns ganz kurz aufs Ohr hauen. Wir haben wieder den Bettgeflüster EP-Buff und wir gehen direkt mal in die Werkstatt. Dann hören wir nämlich unsere Siedler und unsere Gefährten nicht. Ich möchte zunächst ein, zwei Kleinigkeiten bauen, bevor wir erweitern. Ich habe auf jeden Fall vor, diese Haupthöhle hier komplett mit 3 Flügeln zu füllen. Aber das braucht seine Zeit. Und um die Quests, also sprich die Experimente und die weitere Erkundung, um die werden wir uns auch natürlich kümmern, aber eins nach dem anderen. Ich möchte erstmal eine Unterkunft für Dogmeat bauen und für unsere Streunerin. So, wir haben eine Hundehütte. Und ich möchte hier noch etwas anderes platzieren, und zwar eine Glocke, damit wir unsere Siedler bei Bedarf zusammenrufen können. Die werden wir sicherlich noch brauchen in dieser Folge, denke ich. So, die hätten wir schon mal. Und dann möchte ich noch etwas anderes bauen. Und zwar eine Laborstation als Ergänzung für unseren Testbereich. Da können wir dann nämlich auch auf die Werkstatt zugreifen und unseren Schrotter auch reinwerfen. Wir haben immer noch volle Taschen. Und wir müssen uns eigentlich auch um unsere Gefährten kümmern und die aus den Powerrüstungen holen. Aber eins nach dem anderen. Da läuft auch gerade Dogmeat vorbei und unsere Streunerin, die hat gerade die Hundehütte in Beschlag genommen. Vielleicht sollte man das noch ein bisschen hübscher machen und dann noch einen Teppich hinlegen, aber für den Moment, glaube ich, genügt das. So, wir werden gleich mal weitermachen. Ich möchte hier bauen und wir haben hier noch ein bisschen was im Weg stehen. Das nehmen wir erstmal kurz beiseite. Wenn man uns lässt, heißt das. Ja, das ist ein bisschen unangenehm, wenn alle durch den Weg laufen und sie versammeln sich hier alle irgendwie vor der Werkstatt, vor der zukünftigen. Hier stehen noch 2 Wohltruhen rum, die nehmen wir auch erstmal beiseite. Die brauchen wir hier hinten nun wirklich nicht. Und jetzt können wir hier weiterbauen. Ich möchte erstmal den Gang hier etwas verlängern, denn alles sollte auf jeden Fall vernünftig und vor allem sauber miteinander verbunden sein, damit wir auch eine durchgängige Stromversorgung haben, denn der Strom wird in Vault 88 über die Korridore und die Räume weitergeleitet. Dazu kommen wir später, wie das genau funktioniert. Aber jetzt möchte ich hier erstmal einen Übergang schaffen von diesen Innenbereichskorridoren zu den Versorgungstunneln. Das gibt dem Ganzen ein wenig mehr Charakter und sieht, denke ich, ganz nett aus, weil die haben auch unterschiedliche Bodentexturen. Hier sieht man das auch sehr schön. Und wir werden hier gleich mal eine Tür einsetzen. Eigentlich möchte ich wenig Türen hier erstmal verwenden, während wir bauen, aber auf sie nicht verzichten. Nur sie sind etwas unpraktisch, wenn man da durchlaufen möchte. Daher verzichten wir weitestgehend auf die Türen und werden die dann, wie gesagt, später platzieren. So, jetzt machen wir hier mal mit den Korridoren bzw. den Versorgungskorridoren weiter. Da brauchen wir jetzt hier erstmal 3 T-Stücke bzw. 3 Wegestücke. Ich habe mir sehr genau überlegt, was ich hier bauen möchte und im Verlauf der letzten Monate immer mal wieder kleinere Testbuilds gemacht. Daher können wir das jetzt hier einfach ziemlich schnell, denke ich, hochziehen. Aber es wird dennoch seine Zeit brauchen und ich möchte mir auch die Zeit wirklich nehmen. Nicht durch das DLC rasen, also nicht nur die Quests machen und dann hier wieder rausrennen. Ich möchte das hier wirklich sauber aufbauen. Wir haben hier auch ordentlich viele Leute. Das hat auch nicht unbedingt jeder, wenn er hier anfängt mit Vault 88. Aber unser Anfang liegt ja schon eine Weile zurück. Ziemlich lange sogar, um genau zu sein. Wir waren in Folge 145 im Quincy-Steinbruch, haben Vault 88 entdeckt. Und in 146, da haben wir den Aufseherin Barstow kennengelernt. Wir werden hier auch ein richtiges Aufseherbüro natürlich bauen. Aber jetzt bauen wir erstmal hier weiter. Wir werden jetzt einen Miniraum schaffen und zwar hier mit dem breiten Korridor. Ich habe ja gesagt, wir bauen so eine Art Fake Vault.
Und ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Wir werden da auf jeden Fall mindestens 3 Etagen draufsetzen. Das ist der erste Flügel, da ist jetzt schon mal das Fundament gelegt. Und hier soll jetzt eine Kante entstehen und hier oben rauf soll dann das Atrium. Aber jetzt müssen wir erstmal hier weiterbauen, denn ich möchte, wie gesagt, eine Unterkunft für Sheffield bauen. Sheffield hatten wir ja damals in Diamond City, na, ich würde mal sagen, kennengelernt, angeheuert, ihm ein neues Leben in Vault 88 verschafft. Und jetzt soll er auch hier vernünftig wohnen können. Und ich glaube, für ihn wäre eine normale Unterkunft, ein normales Vault-Quartier nicht das Richtige. Daher werden wir etwas Besonderes für ihn jetzt hier gleich schaffen. Ich möchte jetzt erstmal hier den Außengang platzieren. Und da habe ich jetzt bewusst hier 2 normale Einheiten verwendet, weil die unterschiedliche Bodentexturen haben. Und 2 von diesen langen Gängen, na, ich glaube, das sehe nicht so gut aus. Jetzt müssen wir hier in die Kurve gehen. Wir haben nämlich unseren Baubereich hier an dieser Stelle ausgeschöpft. Hier können wir nicht viel weiter gehen. Hier waren ja die Tunnel mit den Eisenbahnwaggons. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt Eisenbahnwaggons reinpassen. Das können wir mal ganz kurz ausprobieren. Das interessiert mich selber. Ja, das würde sogar funktionieren, dass man hier in die Tunnelröhren Eisenbahnwaggons, Zugwaggons stellt. Vielleicht lasse ich mir da auch noch was einfallen für ein Mini-Bild. Das könnte auch sehr nett sein, wenn wir hier sowas in den Tunneln haben. Aber jetzt wollen wir hier erstmal weiter. Und zwar machen wir direkt mit den Versorgungskorridoren auch weiter. Dann nehmen wir mal hier etwas als Auflockerung. Und wir brauchen jetzt 2 Durchgänge. Beziehungsweise Eingänge. Einer soll jetzt für einen weiteren großen, breiten Versorgungsgang sein. Denn ich finde, Sheffield sollte in einem breiten Korridor wohnen oder sein Quartier haben. Aber dazu kommen wir gleich. Bauen wir erstmal hier schnell den breiten Korridor auf. Auch etwas sehr Wohltypisches. Teilweise gibt es die ja sogar, wir hatten es glaube ich in Vault 95, als wir uns um die Quest von Kate gekümmert hatten, auch gesehen. Da waren sogar diese breiten Korridore direkt am Atrium angebracht, beziehungsweise gingen davon ab und führten dann in die Wohnbereiche. Vielleicht sollten wir noch Ausflüge machen. Es gibt schließlich noch ein paar andere Vaults im Commonwealth. Jetzt machen wir aber erstmal hier weiter und werden nicht gleich wieder die Vault verlassen. Wir waren ohnehin lange genug weg. Und jetzt möchte ich da noch etwas machen, bevor wir dieses Endstück hier platzieren. Hier möchte ich eine kleine Abstellkammer bauen. Und das machen wir jetzt noch mit einem Wandstück, damit wir da drin auch die richtige Wand haben und nicht einfach nur auf die Außenseite des Korridors gucken. Und dann haben wir es hier eigentlich auch so gut wie geschafft. Alles, was ich auf jeden Fall an größeren Bauelementen hier platzieren wollte. Und wir sehen es ja auch, wir werden ziemlich viel Stahl benötigen. Und Gummi natürlich. Ich hoffe, wir kommen mit unseren Vorräten hin. Hab da so meine leichten Zweifel, aber wir werden es rausfinden. So, wir haben hier jetzt einen schönen breiten Korridor. Und ich möchte jetzt mal hier auch fortfahren, gleich ein bisschen dekorieren. Also mir wäre das jetzt nichts, wenn wir hier einfach hochbauen und alles undekoriert lassen. Deswegen fangen wir gleich mal hier an mit diesem kleinen Teilstück und werden das einfach so ein ganz kleines bisschen, naja, gestalten. Eigentlich ist das übertrieben. Ich möchte hier einfach nur ein paar von diesen Kisten verwenden, um das ein bisschen aufzulockern, dass man hier wenigstens irgendwas sieht. Da suchen wir uns mal diese Kisten auch raus. Die können wir nämlich auch selber bauen. Da müssen wir nicht nur auf die zurückgreifen, die hier in der Vault rumstehen. Da suchen wir uns hier mal bei den Vault-Dekorationen die Kisten raus und schauen nicht bei den allgemeinen Dekorationen. Dann nehmen wir hier mal eine rote. Ich glaube, das lockert hier nochmal schön auf. Und dann sollten wir das hier auch noch beleuchten. Aber erstmal muss die Kiste da sich platzieren lassen. Na bitteschön, da passt sie auch hin. Das sollte genügen. Und jetzt brauchen wir hier Licht. Licht ist, denke ich, ganz wichtig, damit wir auch was sehen. Jetzt sehen wir das nur, weil wir den Pip-Boy aktiv haben und der ein hübsches Licht macht. Aber wir wollen das ja auch aus der Ferne ordentlich haben,
Daher bringen wir hier einfach mal dieses Industriewandlicht an. Es gibt noch eine andere Variante. Allerdings machen die kein besonders schönes Licht. Das sind Wandleuchten, die speziell eigentlich für die Volt sind, wenn ich mich da richtig entsinne. Ja, die haben das Voltec Workshop DLC Logo dran, also dieses Zahnrad. Aber das Licht von denen ist nicht besonders schön. Das probieren wir jetzt erst gar nicht aus. Ich habe das schon ausprobiert. Ich möchte hier ein bisschen indirektes Licht schaffen, denn das wird nicht ausreichen. Und um Strom hier zu haben, benötigen wir jetzt ein spezielles Element, das auch das Voltec Workshop DLC mit sich bringt, und zwar diese Volt-Stromleitung. Das ist ein Wandelement, das haben wir hier drüben im Testbereich auch schon mal verwendet, und das zieht quasi den Strom hier in die Gegend. Und da haben wir es jetzt gesehen, da ist jetzt das Licht angegangen und wir haben hier etwas Beleuchtung. Jetzt nutzen wir gleich mal hier das Baulicht und werden das mit der Stromleitung hier verkabeln und hier ein bisschen indirektes Licht schaffen. Wir bauen ja sowieso eine Fake Volt, da können wir auch solche Sachen machen. Und wir gehen mal ganz kurz weg. Ja, da fehlt noch ein bisschen Licht. Da möchte ich für indirekte Beleuchtung sorgen und mit diesen Bahnstreckenleuchten arbeiten. Das werden wir auch hier drüben gleich machen, damit wir hier auch wirklich Licht bekommen. Und die setzen wir einfach hier oben irgendwo an die Decke. Und dann sollten wir hier eigentlich nettes Licht haben. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, ich würde sagen, das genügt. Ist fast ein bisschen sehr hell. Aber das können wir immer noch ändern. Für den Anfang gefällt mir das aber. Und jetzt werden wir mal diesen Korridor hier auch noch beleuchten. Mit dieser Bahnstreckenlampe. Und das werden wir schön in der Mitte machen. Da der Bogen, der zeigt uns auch genau, wo die Mitte ist. Das braucht ein bisschen, aber uns hetzt ja keiner. Wir machen das ganz in Ruhe und beleuchten das hier hübsch. Das kommt dann später dem Gesamtergebnis zugute. Wo ist sie denn jetzt, die Lampe? Da ist sie. Bis hier reicht der Strom leider nicht mehr. Das heißt, wir werden das mal wie folgt machen. Wir werden mal hier eine dieser Voltstromleitungen verstecken. Und zwar hier in unserem Abstellraum. Ich hoffe, der Strom reicht jetzt bis dahin. Bis zu dieser Lampe leider noch nicht. Wir werden hier weiterbauen, dann werden wir uns eine Wand suchen, wo wir die anbringen können, diese Voltstromleitung. Hier an den Tunnel, den breiten Versorgungstunnel, geht es leider nicht. Das geht nur an den Standardelementen. Also wenn wir uns da wohl noch gedulden müssen, bis wir diese Lampe zum Leuchten bringen können. In der nächsten Folge werden wir dann hier den Raum bauen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Wir brauchen hier auch eine Lampe auf jeden Fall. Und wir haben ja jetzt hier für Strom gesorgt. Das heißt, wir machen erstmal mit den Industriewandlichtern weiter und platzieren hier einfach ein paar. Und zwar so, dass sie schönes indirektes Licht produzieren. Dass wir da nicht direkt drauf gucken. Ich denke, das sieht besser aus. Hier, das Teilstück ist ein bisschen anders. Hier haben wir so einen Auslass, den wir da drüben auch haben. Aber ein bisschen anders, glaube ich, sind die aufgebaut. Ja, hier haben wir eine weiß-rote Wand. Und hier drüben haben wir eine komplett rote Wand. Das heißt, wir werden mal dieses Industriewandlicht einfach hier anbringen. Ist auch im Prinzip indirektes Licht. Die Ecke dahin ist schön dunkel. Nicht zu hell, das gefällt mir. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch eine weitere Lampe platzieren, ein bisschen indirektes Licht. Dann nehmen wir uns nochmal diese Deckenfluterleuchte oder diese Bahnstreckenleuchte und verstecken die einfach hier hinten irgendwo. Ich glaube, das sieht ganz gut aus für den Anfang. Können wir erstmal so lassen. Auf jeden Fall haben wir da immerhin etwas Licht. Und wir werden gleich noch für Türen sorgen, denn ich denke, hier müssen wir nicht mehr durch groß. Also können wir die Türen mal platzieren und dann sieht das auch wirklich aus wie in einer Volt. So, das hätten wir schon mal. Und jetzt möchte ich hier einen Schlafbereich für Sheffield schaffen. Ich habe überlegt, was man mit so einem breiten Korridor machen kann und da ist mir dann irgendwann Sheffield eingefallen. Das heißt, wir werden mal hier zunächst mit einem Bodenbelag beginnen und uns da einen netten Teppich aussuchen oder auch ein paar mehr. Wir fangen mal einfach mit dem hier an.
ungefähr hier möchte ich eine Matratze hinlegen. Und ich denke, das ist ganz nett, wenn Chefi hier auch einen Teppich hat. Dann wirkt das nicht so karg. So sieht das schon ganz gut aus. Und wir werden mal gleich noch einen zweiten vielleicht platzieren. Wegnehmen und umbauen kann man immer noch. Aber für den Anfang sieht das schon ganz gut aus. Wir werden jetzt hier erstmal damit beginnen, dass wir das von hinten nach vorne aufbauen. Da suchen wir uns nochmal die Kisten aus. Dann nehmen wir mal eine große und ich würde sagen eine große rote. Und wir werden jetzt hier einiges an Details einfach platzieren, denn ich bin der Meinung, Details muss man bündeln, damit sie auch richtig wirken. Wir könnten auch mal ganz kurz hier reinschauen. Wir haben ja hier auch typische Voltplakate. Da nehmen wir auf jeden Fall mal eines. Da suchen wir uns mal was Nettes aus. Ich würde sagen, wir nehmen mal dieses hier, Safety First. Ich glaube, das passt hier in den breiten Versorgungskorridor ganz gut, dieses Plakat. Ist da oben schön versteckt und wir haben ein bisschen Deko an der Wand. Und wir werden mal noch ein paar Kisten hier platzieren. Nicht zu viele. Ich möchte auch nicht übertreiben. Dann nehmen wir mal diese hier noch. Die stellen wir jetzt einfach hier daneben irgendwie. Ich würde sagen, dahin. Und dann noch diese hier, die gefällt mir auch ganz gut. Und dann haben wir es eigentlich schon für den Anfang. Jetzt möchte ich hier Chef wird auch eine persönliche Lagerkiste hinstellen. Beziehungsweise jetzt hier platzieren. Wir haben nämlich auch Wohltruhen, die gealtert sind. Die möchte ich hier gerne verwenden. Oder eine verwenden. Eine genügt ja für Sheffield. Und ich glaube, die steht hier richtig. Das sieht gut aus. Ja, ist auch schön beleuchtet. Ja, das sieht sehr nett aus. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr Licht. Aber um Licht kümmern wir uns später, wenn alles steht. Jetzt machen wir erstmal mit einer Schlafmöglichkeit für Sheffield weiter. Und ihm möchte ich kein Bett geben. Ich glaube, das passt zu ihm nicht. Wir werden hier einfach eine Matratze hinlegen. So, das wäre schon erledigt. Dann kann er hier schlafen. Aber er braucht auch noch eine Möglichkeit, wo er sitzen kann, bin ich der Meinung. Dann suchen wir uns mal einen Küchenstuhl raus. Also diese Schrottstühle, wie wir sie auch schon auf der Finch Farm verwendet haben. Und den Stuhl werden wir mal hier hinstellen. Ich sag ja, Dekorationselemente, Details muss man bündeln, damit sie zur Wirkung richtig kommen. Und ich glaube, das sieht dann ganz nett aus. Da können wir dann noch eine Öllampe oder eine Kerze draufstellen. Und so gefällt mir das schon für den Anfang. Aber ich möchte noch etwas anderes für Sheffield hier hinstellen. Er ist ja ein ehemaliger Alkoholiker, das wissen wir ja. Und er trinkt nur noch Nuka. Und er braucht, glaube ich, auch einen persönlichen Kühler. Den werden wir einfach mal hier neben den Stuhl stellen. Ich glaube, das ist eine nette Stelle dafür. Wenn er da sitzt und seinen Nuka trinkt, glaubt, dann kann er sich hier richtig wohlfühlen. Jetzt muss dieser Kühler da bloß sich auch platzieren lassen. Wir versuchen das erstmal so. Wenn man etwas dichter dran ist, geht es meistens einfacher. Na bitteschön, das sieht doch gut aus. Den Stuhl stellen wir noch ein bisschen in die Mitte. Und ich glaube, das ist schon ein nettes Ensemble da drüben. Und wir werden das hier mal noch ein bisschen kuscheliger machen. Wir suchen uns mal die Kisten, die hier einfach rumstehen. Und werden seine Schlafecke hier etwas verstecken. Da drüben haben wir noch einige Kisten rumstehen. Die nehmen wir einfach dafür. Jetzt möchte ich hier nicht mit jeder Kiste einzeln durch die Gegend laufen. Deswegen platzieren wir uns die hier direkt mal vor dem Gang. Dann geht das etwas einfacher. Schade, jetzt haben wir hier zwei recht ähnliche Kisten. Aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, ändern können wir das immer noch. Und wenn ihr da Ideen habt, gerne auch einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr mir soweit jetzt gefolgt seid bis hierher. Jetzt machen wir das hier mal noch weiter. Ich möchte hier auf jeden Fall, da uns hier ja ohnehin ein bisschen Licht fehlt, noch etwas anderes platzieren, das wir auch gleich brauchen. Und zwar eine Rüstungswerkbank. Ich glaube, die passt hier in diesem breiten Gang am besten. Leider gibt es keine andere Rüstungswerkbank. Also müssen wir mit der vorlieb nehmen. Und diese Feuertonne, die da dran ist, ich glaube, die sieht hier ziemlich gut aus. Aber ich denke, hier fehlt es noch an ein paar Kisten.
Da suchen wir uns mal was Nettes nochmal aus. Ich würde sagen, eine rote vielleicht könnte hier ganz gut passen. Die stellen wir einfach hier hin. Und dann soll das eigentlich auch genügen. Jetzt, wenn wir das hier noch ein bisschen beleuchten, dann suchen wir uns einfach die Öllampen raus. Ich glaube, die passen hier sehr gut hin. Dann stellen wir mal eine einfach hier vorne irgendwo hin. Neben die Matratze. Und da drüben, da werden wir vielleicht auch noch eine platzieren. Hier oben auf der roten Kiste. Schauen wir uns das mal ganz kurz aus der Entfernung an. Wenn das Licht noch nicht ganz stimmt, ist es auch nicht so schlimm. Das können wir, wie gesagt, noch verbessern. Ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Und wir werden mal hier weitermachen jetzt. Ich habe noch eine andere Idee, was Sheffield hier in seine Ecke bekommen soll. Und zwar eine Badewanne. Die haben wir hier bei den Möbeln. Die platzieren wir uns hier schon mal. Aber ich möchte das natürlich sauber bauen. Von daher werden wir da noch was drunter legen. Und vor einer Badewanne, denke ich, passt es ganz gut, wenn wir uns da erstmal eine Gummimatte hinlegen. Und zwar diese hier, die mittelgroße. Und er braucht dann auch noch eine Art von Fußmatte. Wir könnten auch diesen Teppich hier noch verwenden. Ja, das machen wir doch direkt mal. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Den legen wir mal da vor die Wohltruhe. Da lässt sich der Teppich gerade nicht so platzieren, wie ich das gerne hätte. Dann kommt der Teppich einfach dahin. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Aber jetzt wollte ich eigentlich hier drüben weitermachen. Dann nehmen wir mal diese Fußmatte und legen die quasi vor die Badewanne. Die Badewanne stellen wir gleich wieder drauf. Ich glaube, das ist hier eine nette Ecke. Ja, auch definitiv, da wir da oben diesen Auslass haben. Und ich glaube, das sieht so ein bisschen aus, für mich jedenfalls, als wäre das so eine Art Dusche. Kann man sich auf jeden Fall so vorstellen. Und ich glaube, das sieht ganz nett hier aus. Allerdings möchte ich das noch etwas netter machen. Wir werden uns nochmal die Kisten suchen und hier einfach eine hinstellen und darauf noch eine Kerze platzieren. Dann ist das, glaube ich, ein nettes Ensemble für den Anfang. Also suchen wir uns mal die Kerzen bei den allgemeinen Dekorationen. Also wenn ich sowas sage, dann mache ich das teilweise auch, um einfach mich selbst daran zu erinnern, wo die Elemente sind. Die sind ja doch ein bisschen verteilt hier. Ich würde sagen, das können wir erstmal so lassen. Aber ich möchte das noch ein bisschen netter machen. Wir werden uns noch ein bisschen Wandschmuck suchen. Der darf hier eigentlich auch nicht fehlen. Und da gehen wir mal in die sonstigen Objekte. Da haben wir jetzt hier auch die neuen Elemente aus dem Halloween-Paket. Die hatten wir uns durch die Quest der Arm voller Heiligen jetzt freigeschaltet. Die müssen wir uns auch noch anschauen. Und jetzt wollen wir hier erstmal noch für ein bisschen Deko sorgen. Wir hängen mal hier einfach ein paar Bojen auf. Ich weiß nicht, ob Sheffield wirklich so mehr verbunden ist. Aber ich denke, hier sind die noch am besten platziert. Ich glaube, wir finden sonst kaum eine Möglichkeit, die irgendwo in Vault 88 mal unterzubringen. Und hier bei der Badewanne, glaube ich, da passen die ganz besonders gut hin. Diese Bojen, diese hängenden. Da werden wir uns jetzt hier einfach ein paar aussuchen und platzieren, so wie wir es neulich schon auf der Finch Farm gemacht hatten, mit unserer kleinen Bojenhütte, die wir da gebaut haben. Und ich glaube, das genügt jetzt auch schon. Ich glaube, das ist ganz nett, wenn man da in der Badewanne sitzt. Und da ist jemand schon an der Rüstungswerkbank. Na, sehr schön. Also unsere Siedler nehmen das hier an. Hier wurde auch gerade die Tür aufgemacht. Und eigentlich würde ich jetzt gerne noch diesen kleinen Raum hier dekorieren. Aber dazu kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Ich möchte mich erstmal um Sheffield kümmern. Also die Matratze liegt auf jeden Fall richtig rum. Wenn die andersrum gedreht ist, dann betreten die Siedler die von der Seite da und bleiben teilweise hängen. Jetzt suchen wir uns mal Sheffield. Wir brauchen, glaube ich, unsere Glocke. Naja, eins nach dem anderen. Uns hetzt ja keiner. Wir werden gleich mal eins machen. Wir werden mal die Glocke läuten. Dann kommen hier alle her. Und wir werden ganz kurz mal uns um Dogmeat kümmern. Da drüben ist Sheffield. Dogmeat hat nämlich etwas, das ich gerne Sheffield geben möchte. Ich sollte jetzt wirklich mal... Was ist los? Dogmeat ist auch etwas verschlafen.
Ist es okay, wenn wir ein paar Sachen tauschen, Dogmeat? Dann suchen wir uns hier mal die Wohlanzüge aus. Ich möchte jetzt hier Dogmeat nicht gleich alles abnehmen, sondern nur die Dinge erst einmal ihm abnehmen, die wir jetzt für Sheffield brauchen. Da möchte ich ihm auch das verblasste Visier geben. Ich glaube, das genügt für den Moment. Endlich kann ich wieder klar denken. Lebendig begraben zu werden. Möchtest du ein bisschen plaudern? Nein, ich möchte jetzt nicht plaudern. Wir gehen mal ganz kurz an die Rüstungswerkbank und ich glaube, die müssen wir nochmal versetzen. Die steht noch sehr weit weg. Hier drüben ist sie, glaube ich, etwas besser platziert. Und jetzt werden wir uns ganz kurz mal sowohl um Sheffields Anzug kümmern, als auch um unseren. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal hier um seinen Servicearbeiter Aurore. Ich denke, der passt am besten zu ihm. Ein normaler Volt 88 Anzug würde nicht passen. Kostet uns auch nur ein bisschen Stoff. Das sind die aus dem einen Creation Workshop Inhalt. Und wir werden den auf Standard setzen natürlich, also auf Blau. Und ich möchte alle Wurtanzüge auf jeden Fall aufwerten. Das gibt unseren Siedlern ein bisschen Resistenz gegen Energieschaden und gegen radioaktiven Strahlungsschaden. So, der Anzug wäre aufgewertet und wir werden mal das gleiche noch bei unserem Volt 88 Anzug machen und ihn auch nochmal aufwerten. Hier haben wir jetzt Wissenschaft 4 und Rüstmeister 4. Sehr schön, dann sind wir damit schon mal fertig. Wir werden mal jetzt Sheffield hier der Matratze zuweisen. Das kann man nämlich auch machen. Man kann die Siedler nicht nur ihren Arbeitsstellen zuweisen, sondern auch bestimmten Schlafgelegenheiten. Wo ist denn jetzt Sheffield? Ich sehe ihn gerade nicht. Er müsste aber irgendwo sein. Da läuft er. So, Sheffield ist ausgewählt. Und wir werden ihn jetzt hier hinten seiner Matratze zuweisen. Das wäre erledigt. Und jetzt müssen wir auf ihn mal kurz warten, beziehungsweise wir gehen ihm mal entgegen und dann werden wir ihn mal ausstatten. Sollte es in Vaults nicht eigentlich Betten geben? Ja, ja, eins nach dem anderen. Ein Bett haben wir gerade gebaut, beziehungsweise hier vergeben. Ja, wir müssen ziemlich viele Betten sogar schaffen. Wir haben ziemlich viele Leute hier, aber das ist sehr schön, es ist nicht so unbeliebt. Da drüben läuft Sheffield. Nachdem ich mich hier niedergelassen hatte, war es für mich vorbei mit dem Alkohol. Die Ärzte meinten, ich hätte meine Leber ruiniert. Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn man als Alkoholiker die ganze Zeit zubringt. So, Sheffield, bleib mal stehen. Hey, Sheffield, was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Nuka-Cola ist das Einzige, das mich wach macht. Ansonsten ist alles etwas verschwommen. Können wir ein paar Sachen tauschen? Ja, Sheffield hatte ein Alkoholproblem, deswegen hatte er von uns ja auch die Nuka erhalten. Piper hatte das ja auch gefallen, dass wir das gemacht haben. Und jetzt werden wir mal Sheffield zu einem richtigen Volt 88 Bewohner machen. Er kriegt den Servicearbeiter Overall, den wir gerade angepasst haben. Er kriegt dieses verblasste Visier, das passt, glaube ich, gut zu ihm. Und dann braucht er natürlich noch einen Pipboy. Und wir haben immer noch, glaube ich, zwei bei uns im Inventar. Genau. So, den hat er bekommen. Den hat er auch direkt angelegt und jetzt kriegt er noch die beiden Ausrüstungsgegenstände hier verpasst, beziehungsweise diese beiden Kleidungsstücke. Nuka-Cola ist das Einzige, das mich wach macht. Ansonsten ist alles etwas verschwommen. Ja, das hast du gerade schon mal gesagt. Ich glaube, der arme Kerl muss sich erstmal richtig erholen. So, wir haben hier unseren Sheffield ausgerüstet und mir fällt gerade etwas ein. Ich möchte mal ganz kurz mit Piper reden. Piper soll mal mitkommen. Sie soll immer aus der Power-Rüstung raus. Sie muss hier nicht mit dem Ding rumlaufen. Ich hatte jetzt hier, glaube ich, auch Kate und MacReady gesehen ohne Power-Rüstung. Oje, wo haben sie die denn hingestellt? Ich glaube, wir spielen noch lustiges Power-Rüstungssuchen. Volt 88 ist nicht gerade klein. Hey, wohin? Nirgendwohin. Wir bleiben hier, Piper. Ich möchte mit dir bloß handeln. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Ja, ganz genau. Deswegen schauen wir mal, was wir Piper abnehmen können. Wir fangen mal hier einfach mit dem Schrott an. Ich weiß, dass wir etwas eingesammelt haben, das ich jetzt gerne auch noch Sheffield, naja, sagen wir mal, ans Bett legen möchte. Wir nehmen erstmal den ganzen Schrott ab. Oh, da ist viel zusammengekommen.
Sie hat auf jeden Fall viel für uns durch die Gegend getragen. Ja, eindeutig sogar. Aber ich bin gespannt, ob wir überhaupt hinkommen mit dem ganzen Schrott. Jetzt möchte ich hier nochmal ganz kurz schauen. Ich glaube, wir sollten Piper das ganze Zeug auch direkt abnehmen. Naja, das machen wir mal später. Hey, schieß los. Ich will mit dir reden. Piper, du siehst aus, als könntest du einen Muntermacher gebrauchen. Ja, aber nicht unbedingt ein Kaugummi. Du musst aus deiner Powerrüstung raus. Alles klar. So, Piper wäre raus aus der Powerrüstung. Mir war auch gerade Kate zu hören. Ja? Da liegt Kate und da liegt MacCready. Das heißt, sie haben irgendwo die Powerrüstung hingestellt. Das ist ein bisschen unschön. Nun gut, die gehen wir mal nicht suchen. Wir werden uns jetzt mal um die Schlafmöglichkeit von Sheffield noch kümmern. So, wir sind erstmal den Schrott losgeworden und wir sind nicht überladen. Das ist sehr schön. Platz machen müsste. Niemand hat genug zu essen. Kannst du nicht irgendwas tun? Ja, ja, darum werden wir uns noch kümmern. Jetzt möchte ich mich aber erstmal um Sheffield kümmern und das hier noch ein kleines bisschen dekorieren. Dafür brauchen wir allerdings den Schrott, den wir gerade weggepackt haben. Gut, dann gehen wir nochmal an die Werkstatt. Hier möchte ich gerne was rausnehmen und zwar suche ich einen ganz bestimmten Gegenstand. Mit Schrott kann man nämlich auch wunderbar dekorieren. Und da suchen wir uns jetzt mal den kleinen Teddybären, den wir vor dem Merzparktunnel eingesammelt haben. Ich glaube, ein Teddybär wäre genau das Richtige für Sheffield. Wir haben sogar zwei, sehr schön. Dann schmeißen wir jetzt einfach Sheffield hier mal ein paar Sachen hin. Zum einen natürlich diesen Teddybären. Haltet mich jetzt nicht für albern, aber ich möchte das nett machen und von daher machen wir solche Sachen einfach. Das machen nicht viele Leute und von daher werden wir das einfach hier richtig machen. Das ist auf jeden Fall meine Wohl 88. Wir haben ja noch ein bisschen Wasser fallen lassen jetzt und wir haben Nuka eingesammelt. Einiges an Nuka. Wir schmeißen mal hier einen Nuka Cherry auf den Boden und zwei Nuka Cola. Das sieht schon ganz gut aus. Nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hätte, aber das kriegen wir sicherlich nett hin. Wir können jetzt nämlich auch die Objekte aufnehmen mit der normalen Taste zum Aufnehmen. Und wir werden mal diesen Teddybären hier irgendwie in die Nähe von Sheffield platzieren. Ja, da liegt er. Aber noch nicht so richtig. Das ist ein bisschen unschön, das System. Aber das kriegen wir hin. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, ich glaube, der Teddy liegt richtig. Und die Flaschen werden wir jetzt auch noch platzieren. Das machen wir aber mit der Werkstatt. Dann können wir sie nämlich auch aufrichten. Jetzt müssen wir bloß an die Flasche da rankommen. Na, wir werden das schon hinkriegen, gar kein Problem. Ah ja, Chef, jetzt steht eh gerade auf. Ach, er hat sich jetzt um die Nuka kümmern wollen. Da hatte ich jetzt gerade ihm zugewiesen. Das müssen wir erstmal abbrechen hier. So, jetzt passt das. Und wir stellen einfach mal die Nuka-Flaschen hier hin. Die da liegt eigentlich schon richtig auf der Seite. Und Sheffield steht jetzt hier ein bisschen im Weg. Das ist aber kein Problem. Damit kommen wir schon klar. Er kriegt hier noch ein aufbereitetes Wasser hingestellt. Und jetzt versuchen wir mal noch die Flaschen hier ein bisschen nett zu platzieren. Vielleicht kommt noch eine einfach hier drüben hin. Das sieht gut aus. Und diese Flasche, die müssen wir noch ein kleines bisschen verschieben. Ist es Tag oder Nacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht. Ist das wirklich wichtig? Ja, hier kann man auch den Gesprächen zuhören und die sind ein bisschen anders als in den anderen Siedlungen. Und ich würde jetzt sagen, wir sind mit Sheffields Unterkunft fertig. Das schauen wir uns nochmal ganz kurz so an. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja, das war das erste Minibild hier in Vault 88, obwohl eigentlich war es schon unser zweites. Aber wir müssen noch mehr machen, auch an unserem Testbereich hier. Da geht auch noch etwas mehr. Für heute soll es erstmal gewesen sein. Wir haben Vault 88 weiter ausgebaut. Das ist auch gleichzeitig hier im Übrigen das Fundament für unser Atrium, falls ich es nicht gesagt habe. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao. Und bis bald!